Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss schon sagen, ich habe schon einige Debatten hier im Hause miterlebt. Und das heißt, diese Debatte hat wirklich Pfeffer, aber das zeigt ja eigentlich, dass wir damit genau den richtigen Punkt gesetzt haben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht hier das Plenum zusammenschreibe und schreie und zu Rechthaberei halt neige. Aber wenn eine selbsternannte Fortschrittskoalition mit so viel Pathos und Engagement angetreten ist und dann wichtige Programmteile wie das Startchancenpaket dann erst adressiert für 2024, 2025, naja, da ist der Jahrgang 2015, 2016 schon fast durch die Grundschule durch. Also insofern, das muss man auch sich mal von den Zeiträumen ein bisschen halt vergegenwärtigen. Und zweitens, im Programm sollen 4.000 Schulen verortet sein. Das ist toll, 4.000 Schulen. Aber es ist leider Gottes auch wiederum selektiv und die anderen müssen dann wieder sehen, wo sie bleiben. Und drittens soll es wieder ein kompliziertes Antragsverfahren für das Programm geben, das die Sache sicherlich wieder weiter verzögern wird. Das haben wir schon beim Digitalpakt Schule ja leider Gottes erleben dürfen. Bürokratieabbau, wahrscheinlich Fehlanzeige. Und viertens ist das Programm absehbar unterfinanziert. Die eine Bildungsmilliarde pro Jahr, die der Finanzminister für das Programm zusätzlich aufwenden will, wird Ihre Ansprüche und Ihren Pathos von vorne und hinten nicht gerecht. Setzen Sie das doch mal ins Verhältnis. Eine Milliarde. Die Länder verausgaben jedes Jahr 116 Milliarden Euro. Und selbst zwei kleine Landkreise, die zu meinem Wahlkreis gehören, haben in den letzten 20 Jahren eine Milliarde Euro in den Schulbau verbaut. Also das sind mal Zahlen, die also sozusagen diesen Riesenbatzen so etwas zusammenschrumpfen lassen. Und fünftens, und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt, zu viele Köche verderben den Brei. Wir brauchen beim Ausgleich der Lerndefizite klare Zuständigkeiten und die liegen nun mal leider Gottes eindeutig bei mir, bei den Ländern. Deshalb sollten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, auch wenn es ketzerisch klingt, ist der Bund bei der Konzeption des Startchancenprogramms so wirklich die richtige Adresse? Aber da habe ich so meine Zweifel. Aber das noch viel Tragischere ist, solange der Bund beim Startchancenprogramm hoffnungsheischend Geld ins Schaufenster stellt, warum sollten sich die Länder anstrengen und ihre Hausaufgaben selbst machen? Es ist mittlerweile für Kultusminister und Ministerinnen in den Ländern einfacher, vom Geld Bund zu fordern, als von ihren eigenen Finanzministern. Daher ist der Faktor Zeit aus meiner Sicht entscheidend. Liebe Bundesministerin, Herr Staatssekretär, Sie können es ihr ausrichten. Ein Rat aus alter kommunaler Verbundenheit. Frau Stark-Watzinger war ja lange bei mir in der Stadtverordnetenversammlung Opposition. Wenn man etwas Neues nicht hinkriegt, dann sollte man die bisher Verantwortlichen in die Pflicht nehmen. Also in diesem Fall die Länder. Denn nur klare Zuständigkeiten bringen auch klare Ergebnisse. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Dr. Holger Becker.